Tanja und wir, also die Izzy und ich, sind heute wieder in Sims 4 in unserer Disney Challenge und ich habe letzte Folge als Cinderella hier erstmal alles aufgebaut. Ja, das ist Cinderella, ja, wunderschön, toll. Die Schwestern erstellt, die Mutter erstellt und die ganze Familie eingezogen. Im Endeffekt ist noch nicht passiert, wirklich super, super viel. Aber wir haben eine Challenge mit Regeln, die wir uns halten müssen. Und zwar war das, dass wir hier alle Gerichte kochen müssen. Wir haben schon 2, 3 Kochpunkte erlangt. Wir müssen alles backen, wir müssen alles putzen. Ich kann doch gar nicht kochen. Doch, doch, Cinderella kann kochen. Kein Problem. Ja, warum nicht? Ich kann auch nicht putzen. Das muss alles übernehmen. Ja, super. Fantastisch. Alles klar. Wir sind jetzt hier unsere erste Nacht. Gehen wir ins Bett und wir haben uns schon überlegt, also eigentlich wäre Gartenarbeit gar nicht schlecht als extra Aktivität für Cinderella, aber ich habe eben noch nicht so viel Garten, deswegen schwierig, schwierig. Unsere Schwestern sind auch schon am Schlafen hier, sie und sie. Wilde Namen. Das haben auch Heute in die Kommentare geschrieben. Drisella und Anastasia. Aber die heißen wirklich so, okay? Ihr könnt es googeln. Okay. Was denkst du, ist hier eine gute Mission? Spulen wir einfach die Nacht vor? Ich denke ja. Sag mal, geht die gar nicht schlafen oder was? Nö, die hat gar keinen Bock. Die guckt die Nacht durch Fernsehen. Doch, jetzt geht's schlafen. Du musst doch was essen. Nee, jetzt macht's. Okay. Oh, sie hat Hunger. Sie kriegt die ganze Zeit Kaffee. Ich denke, dann müssen wir hier Cinderella aufwecken. Damit sie was kochen kann, oder nicht? Nicht, ja, dass sie sich selber was macht. Ich denke, schlafen ist jetzt hier erstmal auch nicht wirklich angesagt. Aber dafür könntest du Abendessen servieren vielleicht. Mach eine Familienportion. Okay. Und koch mal für alle denn morgens. Dann brauchst du morgens nicht normal kochen. Okay. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und sie ist auch hungrig. Also, die hat einfach gar keinen Bock zu schlafen. Die ist auch nicht müde. Die sitzt hier mit ihrer Sonnenbrille und ihrem Regenmantel und spielt am PC. Die wird doch nicht müde, oder? Nee, die wird nicht müde. Guck mal, die ist voller Energie. Die ist richtig energiegeladen. Super, das ist, sind die sehr hungrig. Die sind sehr hungrig und müssen aufs Klo. Level 3 der Kochfähigkeit. Yeah, let's go, Cinderella. Okay, die wollen aber, glaube ich, erstmal ausschlafen. Deswegen darf sie jetzt was essen, oder? Sie darf was essen. Oh, wir müssen morgen in die Schule. Oh, das ist unser erster Schultag. Wir haben Frühling. Wollen wir gleich noch Lunch vorbereiten für die Schule, für die Schwestern? Wahrscheinlich, oder? Die können ja nicht ohne Essen in die Schule gehen. Cinderella braucht keinen Schlaf? Cinderella braucht überhaupt gar keinen Schlaf. Guck mal, der geht's prima. Der geht's prickelnd. Wir machen jetzt erstmal ein feines Lunchpaket, denke ich. Lunchpaket zubereiten. Veggie-Hummus-Sandwich. Oh, das klingt lecker. Das klingt ja gut. Ja. So. Und dann gucken wir mal, wie es unseren Schwestern... Oh, die sind hungrig. Oh, okay, die können sich hier gleich... gut, dass das Frühstück schon fertig macht. So ein Glück, hä? Aber so. Geht die jetzt nicht mal schlafen irgendwann? Die da? Ja, ja. Nö. Ha, guck dir mal an, die ist dir... Der geht's prickeln. Guck mal, wie die hier... Wunderbar. Wie kann das sein? Die hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Wenn ich die ganze Nacht nicht schlafe und es 16:30 ist, dann geht's mir nicht so gut. Dann bin ich viel müde. Einsam und verlassen. Einsam und verlassen. Keiner mag mich. Keiner wird mich jemals mögen. Warum sollte ich mich noch bemühen? Also, alle mögen dich. Sieh dich doch mal um. Ist einfach eine dreiste Lüge. Aber ich werde dich immer lieben, Cinderella. Oh. Emotionale Kontrolle sinkt. Ich glaube, sie ist relativ müde. Sie will auch noch mal schlafen, ja. Ein Nickerchen machen? Ein Nickerchen machen. Dann kann sie aufs Klo gehen. Und hier ist ihr Bett, glaube ich. Ist das ihr Bett? Ja. Ja. Ich kenne mich gut aus in meinem eigenen Haushalt. Ich frage mich, wie es ihr so blendend gehen kann. Ganz ehrlich. Aber langsam wird sie ein bisschen müder, man sieht es schon. Ja, aber, guck mal, es ist 7 Uhr morgens und die hat nicht gepennt. Ich glaube, Cinderella kann kein Nickerchen mehr machen. Die kann hier noch aufs Klo gehen, aber in der Stunde schafft sie kein Nickerchen mehr. Vielleicht kann sie einen Kaffee trinken. Wir haben Lunch vorbereitet. Oh, warte, was sollen die einpacken noch? Hier, im Inventar platzieren. Und im Inventar platzieren. Zack, 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 zack. Die trinken Kaffee und ansonsten geht's allen prächtig. Cinderella könnte hier, denke ich, auch noch kurz aufräumen. Oder weglegen. Weglegen ist im Kühlschrank, gell? Ja, sehr gut. Wusste ich. So. Okay, wo ist unser Auto? Wo ist unser Chauffeur? Es gibt keinen Chauffeur mehr, Ronja, in Sims 4. Es gibt keinen Chauffeur mehr? Nein, es gibt keinen Chauffeur. Die gehen selbstständig zur Schule. Nein. Die laufen da jetzt hin. Ja. Wie jetzt? Wo ist das Taxi, was kommt? Cinderella ist zur Schule. Okay. Ist einfach verschwunden. Hat sich die Luft aufgelöst. Nein, wirklich? Ja, wirklich.
Das ist ja wild. Nein, jetzt sind wir mit der alten Gräfin alleine. Hilfe. Okay, okay, die alte Gräfin kann aber hier guck mal, wie banger das hier geht. Die hat schon wieder Kaffee getrunken, nehme ich an. Guck mal, was ist da rot bei ihrem Inventar? Auf der linken Seite, meinst du? Im Inventar? Achso. Nee, nicht im Inventar, auf der linken Seite, bei ihrem Glücklich. Hier, wütend. Schwelende Wut wegen Verbitterung gegenüber jemandem in der Nähe. Was? Wer könnte das denn Gräfin sein? Hegt immer noch einen leisen Groll, der von noch nicht vergessenen Verärgerung. Wer ist denn das? Wen hasst sie denn? Das ist Cinderella. Cinderella? Wahrscheinlich, gell? Was wir haben 41.000 Geld. Was machen wir damit? Wir könnten erstmal was einrichten, finde ich. Die Zimmer sind ein bisschen... Oh, ja, ja, absolut, absolut, absolut. Okay, wollen wir erstmal mit dem Zimmer von den zwei Prinzessinnen anfangen? Ich glaube, ja. Okay, die eine schläft hier. Oh, warte ganz kurz. Notenaufschwung. Im Geschichtsunterricht steht ein wichtiger Test an. Die Leistungen von Cinderella sind bisher eher mittelmäßig. Oh. Mit einer guten Note könnte sie ihre Gesamtnote erheblich verbessern. Soll sie ihr übliches Lernprogramm durchziehen oder so viel lernen, wie es nur geht? So viel lernen, oder? Ja, ich glaube schon. Ich denke, da kann man auch mal sich ein bisschen nützlich machen und hier fleißig sein. Cinderella konzentriert sich und wiederholt den gesamten Lernstoff. Das ist der erste Tag in der Schule. Wie kann man denn jetzt schon behind sein? Das kann doch nicht... Das Telefon klingelt. Oh, Telefon! Hackerangriff! Nein! Wir haben herausgefunden, dass Anastasia heute in die Schulcomputer eingedrungen ist. Wir wissen nicht, was sie vorhat, aber wir konnten sie stoppen, bevor sie etwas anrichten konnte. Ich denke, eine Warnung sollte ausreichen. Die macht sich ja beliebt am ersten Tag. Oder? Oder willst du, das ist eine ernste Sache und muss bestraft werden? Eigentlich nicht, weil es ist ja unser goldenes Kind. Ja, das stimmt. Konfliktlösung steigt, Verantwortung sinkt. Das ist okay. Gut, wir wollten Zimmer einrichten. Hier, Baumodus und zack, zack, zack. Das hier ist auch kein schönes Zimmer bis jetzt. Also da kann man überhaupt nichts anderes sagen. Einrichtungen wollen wir. Aber wie wollen wir sie einrichten? Warte, welche ist das von beiden? Das ist hier die schwarzhaarige, meine ich. Ich denke, wir fangen erstmal mit einem schönen Bett an. Auch einem großen. Ich weiß gar nicht, was sie mit dem kleinen Bett hier soll. Hier, da, das ist doch was, oder? Ja. Hier? Ja, das ist schick. Dann brauchen wir einen Nachttisch. Wir wollen so ein bisschen die Dingsschiene, gell? So ein bisschen das Altmodische, weil das passt ganz gut da rein. Okay. Ich bin gespannt, wie sie das Zimmer mag. Ist das hier unser neues Zimmer Nummer 1? Das ist viel besser. Das davor war so viel... Drisella? Ja, ne? Hässlicher. Ja, das ist Drisella. Okay, also hier. Drisellas Zimmer ist fertig. Drisella hat jetzt hier ein hübsches... Oh, das ist so viel... Ich finde den Schreibtisch auch voll süß. Jetzt ist so gelb-bläulich, sehr hübsch. Sie möchte wahrscheinlich gerne baden, wenn sie nach Hause kommt. Was möchte sie machen? Sie möchte auch gerne baden, wenn sie nach Hause kommt. Sie hat aber auch noch kein hübsches Zimmer, leider. Ihr Zimmer ist noch ein bisschen meh. Vor allem im Vergleich zu dem. Das ist voll das schöne Zimmer. Aber gut. Kann man ja noch machen. Okay, wie geht's eigentlich... Oh mein Gott, warum ist sie denn so mies gelaunt? Wütend. Böse gesinnt. Wegen Merkmal hitzköpfig. Okay, das heißt, sie ist einfach nur generell eine wütende Person. Das ist okay. Unserer Gräfin geht's nach wie vor hervorragend. Wie kann das sein? Wie? Ich glaube, die schläft 3 Tage nicht. Ja, ich glaube auch, guck mal hier, die ist nur am Spielen. Was macht die denn hier gerade? Chatten. Chatten mit ihren Freunden wahrscheinlich. Vielleicht kann sie, weiß nicht, will sie vielleicht für die Universität, kann sie ja damit ihre Töchter da rein können? Machen. Ein bisschen was? Schmutz machen, damit Cinderella auch was zu tun hat, wenn sie aus der Schule kommt. Weißt du was? Das ist eine hervorragende Idee. Das denke ich mir eigentlich auch. Wie kann man denn hier ein bisschen Wasser planschen oder sowas, gell? Ja, zum Beispiel. Oder irgendwas kaputt machen, also 10-mal auf die Toilette gehen und alles kaputt machen. Ja, ich denke auch. Hier, ein Toilettenstreich vielleicht? Ein Toilettenstreich? Ich weiß auch nicht, aber ein Toilettenstreich. Ah, das klingt gut. Das klingt nach einer guten Idee. Hm? Könnte okay. Funktionieren. Also ich denke, dann verteilt sie ein bisschen, weißt du? Ja. Guck mal, sie freut sich hier richtig. Heimtückisch. Die haben eine Badebombe ins Klo geworfen gerade. Nein. Die hat jetzt einfach eine Badebombe ins Klo geworfen. Na gut, nicht was ich mir überlegt hatte, aber auch jetzt nicht direkt schlecht. Kann sie mal vielleicht ein paar Bücher irgendwo verteilen? Hier etwas lesen. Kann sie und dann legt sie das irgendwo hin. Das ist ja gar nicht schlecht. Sie könnte das Feuer ausmachen, damit Cinderella das wieder anmachen muss. Okay, sehr gut. Und weiterhin denke ich mal, hier ist es schon mal gut, dass sie den hier irgendwo in die Landschaft gestellt hat. Der wird jetzt auch gleich verderben, dann kommt Fliegen. Okay, Frage. Thematik Kräuterhellmittelbraun. Würdest du sagen, das fällt eher unter die Cinderella-Kochfähigkeiten oder ist es mehr, weil sie jetzt einfach eine böse Hexe ist? Eine böse Hexe ja, mach mal. Ist?
Okay, wir brauchen insektenabweisendes Mittel und wir brauchen eine Trauerbannlotion. Aber wir können weder das eine noch das andere machen, weil wir haben keinen giftigen Holunder und kein Basilikum. Na gut. Schade. Dann halt nicht. Dann machen wir kein Kräuterheilmittel. So viel zu der Thematik. Aber wir können hier theoretisch schon mal ein paar Beete anlegen. Hier, vertikaler Garten. Das ist doch nicht schlecht. Das ist doch, was wir suchen. Oder? Ja. Ja, macht drei, die sind voll süß aus. Oh, wir können schon mal die Samen kaufen, weil das ist so eine Aktivität. Blumensamen, Gartenkräuter wollen wir. Obstsamen wollen wir. Und ich denke, wir können... Blumen will ich eigentlich nicht. Ich will lieber noch mehr Gartenkräuter. Damit sie hier bald ihren Pumps machen kann. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Okay, Inventar. Das heißt, das können wir einfach irgendwo hier in die Gegend legen. Zack. 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 Was hat sie denn hier? Schwarze Kopfhörer. Na gut. Die will ich ihr jetzt nicht wegnehmen. Okay, klasse. Guck mal, wir machen jetzt auch ein bisschen Chaos so langsam. Okay, warum läuft es denn bei ihr so schlecht? Warum? Drisella, wir haben dir ein richtig hübsches Zimmer haben wir dir gebaut, okay? Sei nicht traurig. Fühl dich nicht schlecht. Wir haben, guck mal, was für ein... Das sieht wirklich aus wie ein Prinzessinnenzimmer, ja? Das ist voll hübsch. Und dann kannst du da schlafen gehen. Du kannst aufs Klo, aber lieber auf das obere, weil unten ist ein Toilettenstreich hier gerade noch am werkeln. Ja. Wie jeder weiß. Okay. Das bitte. Ich weiß nicht, warum sie einfach so ein trauriger Mensch ist. So langsam wird sie müde. Die Gräfin wird müde. Hast du gedacht, der Tag kommt? Ich denke auch nicht. Hier. Ich glaube, die hält noch bis abends durch. Ah, die kann ein Schläfchen machen. Ich meine, die muss ja eh gerade nichts leisten. Cinderella ist ja bald zu Hause und kann sich dann um alles kümmern. Haben die Leute ihr Essen gegessen in der Schule wenigstens? Wehe, wenn nicht, ne? Dann habe ich das ganz umsonst gemacht. Ich meine, Cinderella hat es dann ganz umsonst gemacht. Wer stinkt denn da so? Ich glaube, hier, Drisella stinkt. Sehr angespannt, war ein harter Tag. Okay, Drisella, ich weiß, es ist hart. Oh Gott, ja, die stinkt. Es ist hart für dich, aber keine Sorge. Du kannst hier erstmal eine Runde duschen gehen. Oder weißt du was, nimm ein Schaumbad. Sie ist auch... Können die gleichzeitig duschen? Ich denke nicht. Was sind denn das überhaupt für Optionen? Schaumbad nehmen, nachdenklich duschen, erfrischende Dusche, duschen, Bad mit Badezusatz nehmen, baden, dampfende Dusche nehmen oder Schlammbad? Huh? Schlammbad! Oh mein Gott, ist ja cool. Lass uns Schlammbad machen. Lass uns Schlammbad machen. Cinderella, meine Liebe, du könntest eigentlich... Oh, war ja okay, Cinderella muss schlafen, da hilft alles nichts. Okay, unsere beiden Prinzessinnen nehmen hier ein Schlammbad und ein normales Bad. Hier, da siehst du auch die schöne Schlammmaske im Gesicht. Die Hygiene wird dadurch aber nicht besser. Wird sie nicht? Nein, guck mal, die wird schlechter. Nein! Warum? Hallo? Ist ein Schlammbad nicht was Schönes? Nein! Abbruch! Okay, Abbruch. Warte. Okay, nee, aber sie kann jetzt duschen. Duschenrunde. Komm. Oh nein! Okay, guck sie dir an. Wir haben sie ganz wütend gemacht. Wir haben die aber auch verärgert mit... Okay, sie hat schon geduscht. Hat sie noch ihr Essen im Inventar? Ihr Lunchpaket. Warum isst sie das denn nicht in der Schule? Ich verstehe das gar nicht. Aber okay, den kann sie jetzt erstmal ihr Lunchpaket essen. Und was ist das? Schulprojekt Elektrizitätsexperimente. Cool. Das wird sicher ein Fest. Sie hat gerade keinen Spaß. Aber kann sie nicht hier mal was speisen? Oh mein Gott, die hat gar keinen Bock mehr. Guck dir das mal an. So laufe ich auch. Bin ich aus der Schule gekommen, jeden Tag. Bin nach Hause, war so, nein. Ach, nice. Oh no. Klasse. Vielleicht sollten wir gar sie mal ein bisschen ablegen lassen. Wie wäre es, wenn sie zum Beispiel ein bisschen Dreck macht? Klick mal auf den Boden oder klick mal auf sie selber. Oh, warte, die sind, glaube ich, nicht mehr gut. Nein. Okay. Halt, stopp. Cinderella, es tut mir leid. Schlafen ist überbewertet. Oder? Weil die kann hier eigentlich erstmal aufräumen. Ja, muss sie ja. Was soll die sonst machen? Also, es kann ja nicht sein. Hier. Nee. Also, hier. Einmal wegwerfen, bitte. Sauerheit ist sehr groß. Hier. Wir haben, glaube ich, auch noch Pfannkuchen im Kühlschrank. Die hat Cinderella schon gemacht. Ja. Der kann sich wenigstens einen frischen nehmen. Sie ist sehr angespannt. Ich glaube, das geht alles runter. Die hat so keinen Bock, gell? Was kann sie denn machen? Eine Runde bilden? Nee. Was willst du denn? Was macht dich denn wieder glücklich? Rieseln lassen. Geldtelefon. Nein. Ich
möchte doch einfach nur, dass du nicht widerlich sein. Vielleicht will sie widerlich sein. Hm? Denkst du, das macht sie froh? Ja, ich denke schon. Sind die auch schlecht? Nee, die sind noch gut, die glitzern. Okay. Sie kann widerlich sein, sie kann sich ein bisschen abregen. Ihr geht's langsam besser. Milos Manieren, das kennen wir schon. Ja. Okay. Cinderella, sehr schön. Du machst hier langsam deinen Job. War das Klo jetzt kaputt? Die hat das Klo kaputt gemacht. Was ist denn das für ein blöder Toilettenstreich? Guck dir das mal an. Da sind richtig Fliegen. Oh no. Have fun, Cinderella. Warte, lassen Sie das jetzt reparieren? Ich lasse sie das jetzt reparieren. Das ist barbarisch. Guck mal, ihr geht's furchtbar. Sie hat nicht geschlafen, sie ist nicht gewaschen, sie hat Hunger, sie muss auf Toilette. Ich weiß, aber was soll ich tun? Ich meine, die anderen können das ja nicht machen. Ja, lass es doch für eine Minute stehen oder engagieren Reparaturservice. Okay, was willst du denn, was Cinderella tut? Schlafen! Schlafen! Die Arme! Hab doch mal ein bisschen Erbarmen. Okay. Aber sie macht das richtig schön hier gerade. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Okay, weißt du was, Cinderella, Schlafenrunde. Das Ding ist, dir geht's relativ gut, wenn man mal überlegt, ich liebe Geschicklichkeit. Guck mal, wie ihr Spaß hier hochgeht. Ja, stimmt. Das guck mal, die liebt es. Besser als okay. Zu schlafen. Heimisch. Der Haushalt macht sich auf diesem Grundstück fast von selbst. Na gut. Der Schmutz übernimmt langsam wieder Überhand. Kein Ding. Wir machen das jetzt sauber. Sie mag das ja auch nicht. Hier, wir können es danach aufwischen. Ah, nee, warte, sie will danach erstmal schlafen. Sie schläft erstmal. Willst du mal auf Klo gehen lassen? Oh, ich werde sie auch aufs Klo gehen schicken. Dann pinkelt sie sich nur irgendwie voll. Ja, kann ich aber noch nicht, weil sie das noch repariert. Cinderella, mach hinne! Mach! Reparier das Ding! Zack! Das dauert ewig. Level 2 der Geschicklichkeit, das bringt mir nur nichts. Mach hin! Reparier. Wie lange dauert es denn, ein Klo zu reparieren? Kannst du mir das mal sagen? Okay, das klappt auch einfach nicht. Okay, Cinderella, du hast wirklich dein Bestes gegeben. Du darfst jetzt hier eine Dusche nehmen. Und danach darfst du schlafen. Oh mein Gott, geht's dir schlecht. Lass und du darfst auch aufs Klo gehen. Hier. Mach. Cinderella, mach schnell. Geh aufs Klo, Duschenrunde. Ach, das sind 2 Bäder. Ach, die sind, guck mal. Das ist ja clever. Das fällt mir jetzt erst auf. Wo will sie jetzt hin? Warte, sie will jetzt auf das Klo, weil ich gedacht habe, das wäre ein Bad. Aber das will sie wahrscheinlich. Ah, hier ist auch kein Klo da drin. Da kann sie nicht rein. Da kann sie nicht rein. Hier, doch, da ist ein Klo drin. Oh Gott, knappe Sache. Okay, und danach kannst du schlafen gehen. Wir sind ja keine Monster hier. Okay, sie ist auch sehr hungrig, aber ich glaube, schlafen ist hier wichtiger. Energie geladen. Wir sind alle ganz, ganz alle sind so drauf. Wütend. Die ganze Zeit kommt die traurige Musik. Hier, guck mal, das ist doch viel schöner für dich, das Zimmer. Okay, wir haben hier langsam eine Krisensituation abgewehrt. Ich glaube, wir haben es fast geschafft, Ronja. Ich glaube auch. Ey, das war ein Tag. Boah, das war ein Tag. Huf, okay, ihr geht schlafen. Die sind alle schlafen. Alles gut. Die müssen aber morgen früh aufwachen, um Hausaufgaben zu machen. Aber die sind jetzt um 12 alle im Bett. Ja, weil die müssen es... Weißt du? Das ist schwierig. Was hat die hier Samen? Aber okay, du musst ja nicht jeden Tag die Hausaufgaben machen. Manchmal hat der Hund die halt gefressen. Ich denke, die muss schon die Hausaufgaben machen. Aber für Cinderella läuft es halt gerade eher mäßig gut. Aber, naja, was jetzt... Warum geht... Nein, geh... Stopp! Geh schlafen! Geh schlafen! Nein! Geh schlafen! Komm her und geh schlafen, bitte! Die machen nicht, was ich will. Easy, machen nicht, was ich will. Die wollen nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Die haben ja alle einen eigenen Willen. Die haben eine eigene Meinung. Ist doch okay. Ach, sollen die nicht haben? Die sollen hier schlafen gehen. Geh schlafen! Mach! Kommst du da nicht hin? Doch, guck mal, die kann doch hin. Okay, so, jetzt. Wir haben alle im Bett. Oh Gott, Cinderella, was tust du? Cinderella, was hast du vor? Was ist denn mit ihr? Warum ist denn sie jetzt aufgewacht? Ich glaube, sie hat Hunger. Denkst du? Aber sie hat doch mehr Mühe als Hunger. Was hat sie denn vor? Cinderella, was möchtest du tun? Die will das Klo weiter reparieren! Nein! Willst du inhalieren? Cinderella, was ist denn los mit dir? Nein! Oh Gott. Was ist denn da? Ich habe keine Ahnung, was sie vorhat. Willst du das reparieren, das Ding? Lass sie halt das Klo reparieren. Also wenn das wirklich ihr Wunsch ist, aber du willst doch eigentlich schlafen. Warum wacht die denn auf, nur um zum Klo zu laufen? Gott, Cinderella, du stresst mich. Hier, kannst du eine schnelle Mahlzeit vielleicht essen? Oh, warte, hat sie ein Lunchpaket? Ich glaube, sie hat ein Lunchpaket. Stopp! Aber das ist jetzt schon... Oh, ist okay, ich kann das essen. Nein, das ist ein Lunchpaket. Das hält länger, glaube ich. Ah. Never mind, ist verdorben. Schnelle Mahlzeit essen. Ist Erbsen. Ich esse auch oft Erbsen.
Was ist denn... Oh Gott, Cinderella verliert den Verstand. Es ist Tag 2 und unser Hauptsim ist hier leider von allen guten Geistern verlassen. Ich habe keine Ahnung, was mit ihr ist. Okay, sie ist jetzt Erbsen. Okay? Sozial läuft nicht gut. Sie ist traurig, weil sie einsam ist. Das tut mir richtig leid. Wird verlavalos in 13 Stunden. Okay, Hunde. Okay, Hunger war gut. Hier, dieser Grad von Energiemangel bereitet jedem Sim üble Laune. Wenn du aufgegessen hast, dann räumst du den Kram weg. Sie weint und isst ihre Erbsen. Das ist richtig bitter. Okay, weißt du was? Du kannst aufräumen und bitte geh schlafen. Hier. Schlaf, schlaf, schlaf. Bitte geh schlafen. Tu es. Cinderella, tu es. Okay, gut. Dann war es mit der zweiten Folge von Sims mit der Disney-Prinzessin-Challenge. Mit der Disney-Prinzessin-Challenge. Ich hoffe, es wird besser, gell? Es ist schwierig. Ich bin auch durch, oder? Ich bin auch durch. Oh mein Gott! Ein Sim, 24 Sim-Stunden, keinerlei soziale Aktionen ausführen lassen. Es tut mir so leid. Okay, gut, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn nicht, dann nicht. Und ansonsten abonniert den Kanal, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Yeah. Und dann, macht's gut. Tschüss!